Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und weiter geht's. Diesmal spielen wir wirklich Dune Legacy, das Fanprojekt in der Version 96.4. Und letztes Mal hatte ich so ein bisschen was über Dune erzählt, was ich sowieso erzählen wollte. Dune, ich muss mich da, glaube ich, mal, ich weiß auch nicht, einig werden. So, wie ihr gleich hier seht, ist es ein bisschen anders. Ich kann das nämlich hier scrollen. Ich kann eine Box aufmachen und mit rechts das Ganze hin und her schicken. Was ja in der anderen Version nicht ging, in der Originalversion. Und das ist schon okay. Ihr seht hier die Befehle, aber im Prinzip ist das wieder auch ein bisschen kontextsensitiv. Wenn ich jetzt auf eine Einheit geklickt hätte, hätte er die auch angegriffen. Hier kann man noch Gebäude einnehmen. Da passiert natürlich nichts. Ich weiß nicht, ob das alle können. Ich dachte, das könnten nur so spezielle Einheiten. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Das Baumenü hier ist natürlich mehr so Command & Conquer mäßig, was schon angenehmer ist. Die Schriften sind alle ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist es dennoch das gleiche Spiel. Ich kann hier jetzt auch mehrere in Auftrag geben, ohne dann immer da draufklicken zu müssen. Das ist schon interessant. Ah ja, und in den Kommentaren hat mich jemand darauf hingewiesen, doch bitte die deutsche Sprache anzumachen, weil dann Holländer sprechen würde. Deswegen hatte ich in der Folge vorher auch das Intro laufen lassen. Leider wird da in der deutschen Sprache gar nicht gesprochen. Aber hier schon. Konstruktion. So. Genau. Nein. Die wollte ich. Und hier gibt es dann auch so einen Radarturm sozusagen. Das ist ganz praktisch. Mit dem können wir dann hier in der Minimap auch feindliche Einheiten sehen. Radarvorposten, genau. Kann ich hier irgendwie an die Infos kommen darüber? Leider nicht. Ich glaube, das ging dann hier über Mentat. Muss ich vielleicht erst bauen? Gewürz-Silos kann ich nämlich schon, sehe ich hier. Carry all, trike. Schauen wir gleich nochmal, wenn wir es gebaut haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich bei Deutsch bleiben kann. Wir machen das jetzt aber mal. Können wir hier so ein Radarding? Ach nee, das Radarding machen wir hier hin. Näher Richtung Feind ist. Hier kann man nicht drauf bauen, auf diesem braunen. Und ich glaube, Panzer können da nicht drüber fahren oder so. Bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Und natürlich wurde ich auch darauf hingewiesen, das ist natürlich kein Ornithopter, sondern ein Carry-All, der das bringt. Ach so, und natürlich, ich muss diese Betonplatten nicht bauen. Ich könnte jetzt hier auf diesem, nennen wir es mal Schotter, auch einfach ein Gebäude bauen, aber dieses Gebäude würde mit nur 50% Gesundheit anfangen, also ist der Strich hier noch halb voll, das müsste ich dann halt reparieren und es würde halt über die Zeit einfach kaputt gehen. Ja, ich mache das einfach mit den Betonplatten, weil die kosten nicht viel, die kosten mehr Zeit wie... Für die erste Mission aber absolut legitim, wenn man das halb, genau, jetzt sieht man das hier oben auch, wenn man das halb fertig baut, ist das voll okay. Ja, wir könnten schon mal Betonplatten für, was ist das hier? Fußtruppenkaserne, Fabrik für Fahrzeuge oder Silos. Ja, auf jeden Fall brauchen wir 4 davon, die können wir schon mal produzieren. Für die erste Mission ist das, wie gesagt, kein Problem, weil wir da ja, die Mission ist erfolgreich beendet, bevor die Gebäude irgendwie Schaden nehmen, der da irgendwie auf die Gebäude Einfluss hat. Also braucht man die auch nicht reparieren. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten. So, ein Silo brauchen wir erstmal nicht, weil wir den ganzen Scheiß eh ausgeben werden. Wir bauen erstmal Fußtruppen. So, und hier läuft jetzt der Spice durch.
Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. So, dann können wir hier nämlich neue Einheiten bauen. In Ordnung. Fahren wir den da mal weg. Ich baue natürlich erstmal alles, um euch das zu zeigen. Konstruktion fertig. Kann ich hier Befehle? Genau. 2700 Credits sammeln. Also Orders sind hier. Kann ich hier jetzt das Radarsilo? Oder ist das der Vorposten? Ich glaube, das ist der Vorposten. Radarsilo? Ja, das Vorposten. Radarvorrichtung. Ein Moment. Eingesetzt werden mit Hilfe des Radars behandelnde Maschinen ewige Feinde in der Gegend wachsames Auge halten. Genau. Man sieht halt die hier oben. Okay. Das hier ist, glaube ich, Energie und das ist Spice-Vorrat. Oder? Bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Wird das jetzt weniger? Ah, wahrscheinlich nicht zu wenig dafür. Konstruktion fertig. Wir müssen natürlich auch noch Kasernen bauen, sonst kommen wir ja nicht auf die 2700. Ich dachte, vielleicht könnte ich mit der mittleren Maustaste scrollen oder so. Also mittlere Maustaste gedrückt und dann verschieben, aber das geht nicht. Nur mit dem Rand oder den Cursor-Tasten, was auch okay ist. Also hier kann ja offensichtlich niemand kommen. Das heißt, kann ich auf Wegpunkte setzen? Nee, kann ich nicht. Das heißt, hier ist eh nichts. Ja, hier ist auch noch ein Gewürzfeld. Man muss natürlich aufpassen, dass der Computer den nicht alle leer frisst. Jawohl, Sir. Breche auf. Ah, zwei Einheiten kann man auch bewegen. Was das nochmal ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Stand gerade. Einheit bewegt sich erst, wenn sie einen Gegner sieht, okay? Einheit sucht sich sofort einen Gegner. Ah, okay. Stoppen. Dann stoppe da mal. So, dann können wir jetzt hier so eine Fahrzeughalle bauen. Man sieht ja auch in dem, das fand ich auch schon immer cool, in den, oh, im Sand Spuren. Der hat Raketen hier, den müssen wir zuerst. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, 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 Rückzug. Wie, der kommt nicht hinterher? Doch. Das geht halt schon inzwischen wesentlich einfacher. Da hatte man früher natürlich immer, weil man alle Einheiten klicken musste. Also das gewinnen wir hier nicht. Ernte da oben. Wir greifen die an, die uns angreifen. Die beiden Infanteristen. Ah, der eine Infanterist. Ihr seht, es ist insgesamt ein eher langsameres Spiel. Für heutige Verhältnisse, finde ich. Es dauert lange, bis eine Einheit kaputt ist. Hiervon brauchen wir auch ein paar und dann können wir hier nochmal für das Silo Nummer 4 einen Auftrag geben. Weil die sind ja bald kaputt. Tutto kaputti. Ich glaube, Rally Points geht. Interessant. Das muss dann aber auch ein Update von dem Legacy sein, weil das ging beim Original
Bin ich mir ziemlich sicher nicht. Ich finde das auch interessant, dass er hier so ganze... Wie macht er das denn? Ein ganzes Squad. Da ist schon mal keiner mit Raketen dabei, das ist schon mal gut. Aufpassen, dass wir da nicht gleich vom Ernter überfahren werden. Und das war halt auch schon immer ein Problem. Er produziert jetzt halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das hat er mit Raketen. Kann ich jetzt hier mit der Infanterie das Gebäude einnehmen? Nee, kann ich nicht. Ich dachte auch, das wäre irgendwie eine Spezialität der Fremen oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Und im Prinzip verbrennt man hier halt relativ viel Ressourcen. Und er produziert und produziert. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er cheatet sogar. Lass mir jetzt aber... Achso, die Infanterie ist eh im Arsch. Ach, das sind Dreier. Siehst du? Also, genau das passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, der kann halt einfach viel schneller ernten. Deswegen. So, wie viel haben wir? Naja. Was hat er gesagt? Irgendwas mit Sturm. Warum ist der noch nicht kaputt? Brauche ich noch mal einen. Die wehren sich zum Beispiel auch nicht, das ist auch ein Problem. Weil wenn der nicht mehr da ist, dann kann ich ein paar Infanteristen wieder reinschicken. Aha. Machen wir hier erstmal rum. Schießen das. Ah, hier ist schon der nächste. Ja, der produziert hat und produziert und produziert. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt von sehr viel Erfolg gekrönt sein wird. Er kann ja auch schon andere Fahrzeuge produzieren und Infanterie. Also Fahrzeuge weiß ich nicht, aber Infanterie, er hatte ja diese Raketeninfanterie. Die kann ich ja nicht produzieren. So,
gucken wir mal. Und er hat auf die kurz in der kurzen Zeit halt auch sehr viel Infanterie wieder produziert. Was aber, was wir ja auch können. Jawohl, Sir. Jawohl. Einheit einsatzbereit. Jawohl. Ja. Darauf läuft es bei Dune eigentlich raus und später auch bei Command & Conquer. Darum fand ich immer, wenn die Novelität dieses ganzen Konzepts verbraucht ist, fand ich das Spiel eigentlich nach Command & Conquer Red Alert nicht mehr so interessant. Weil, ja, ist halt ja so ein Hin- und Her-Geballere. Wer den größten Blob hat, gewinnt am Ende. Und man muss halt immer eine Vorrichtung bauen, in ja so einen Tunnel, in den der Computer reinlaufen kann und dann von Geschütztürmen immer aufgefressen wird. Und ja, das ist eigentlich, das ist das Spiel. Können wir uns hier mal zurückziehen, weil das bringt überhaupt nichts. Wir haben auch hier kaum Schaden angerichtet, also so bringt das alles nichts. Warum? Ah. Dann machen wir das auch so. Und umdrehen. Das geht schon viel schneller. So, jetzt machen wir das da kaputt. Das wird schon fertig. Jawohl, Sir. Jawohl. Ja, er kann leider relativ schnell aufbauen, aber das reparieren, aber das kostet ihn ja auch Geld. Man sieht das hier, Bau repariert dagegen an. Aber jetzt kommt hier der große Ernter wieder. Moment, müssen hier gerade kurz für Ruhe sorgen. So. Ich glaube, das ist unrealistisch. Ich glaube, so einfach war das nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass es relativ schwer war im Original. Was heißt unrealistisch? Also, ihr wisst, was ich meine. Moment. Da ist wieder ein neuer. Ja, gleich kaputt. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl. 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 Breche auf. Jetzt machen wir die Windfallen kaputt. Jetzt kommt schon mal keine Infanterie mehr nach. Ich glaube, jetzt können wir hier nochmal so einen Buggy bauen. Ich glaube, der ist besser gegen die Gebäude. Obwohl, das ist mir zu risikoreich. Ich glaube, er konnte dafür keine Buggys mehr bauen. Ich glaube, er hatte nur... Ja, das geht viel besser gegen Gebäude. Er hatte nur eine gewisse Anzahl an festen Buggys auf der Karte. Ja, jetzt machen wir seine Gewürzfabrik kaputt. Greift er die auch an? Nein, tut er nicht. Hier lang und da angreifen. So. Genau, er baut jetzt zwar wieder, aber ich brauche noch einen Buggy. Solange ich da stehe, kann er nicht bauen, aber ist ja egal.
So. Na, da ist er schon. Jo. Jetzt hat er gleich wieder Geld für das Silo, aber da baue ich, stelle ich mich mit meinen Einheiten dahin. Doch, er hat hier unten einen. Ach, das ist ein Bauhof. Genau. Ah, stimmt. Wenn man den Bauhof zerstört, ist natürlich noch besser. Ja. Dann ist Schluss mit Bauen. Stimmt. Gab es hier schon die Fahrzeuge, diese mobilen Bauhöfe? Da baut er jetzt wieder eine Kaserne, aber gut. Auch das ist ein kurz. Kann ich hier mit Steuerung 1 oder Shift 1? Ja, ich glaube schon. Habe ich gruppiert und konnte die jetzt anspringen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Ja. Halt. Essing. Genau. So, gut. Das hat sich ja dann erledigt im Prinzip. Dann können wir hier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel Gewürz. Energie ist noch genug da. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, wie ich einen zweiten. Ich glaube, ich konnte den jetzt später bauen, einen zweiten Gewürzernter. Wo ist denn der andere Buggy? Ach, da unten. Ah, Doppelklick auf die Einheit selektiert dann alle, die dazugehören. Ah, ja. Halt, nein. Erst den. Ja, und dann ist jetzt eigentlich egal. Mach's euch mal ein bisschen leiser, weiß nicht, ob das mich nervt, das Geballere schon so ein bisschen. Ja, das wird jetzt aber eng. Ich glaube, wir müssen noch einen bauen. Wie viel passen da rein? 1000 vielleicht in jeden? Wahrscheinlich, ne? Hier gibt es noch Mauern und Geschütztürme. Richtige Panzer natürlich. Aber es ist alles sehr gemächlich, finde ich. Also es dauert ja ewig, bis so ein Fußsoldat stirbt und so. Das dauert relativ lange alles. Oder bis so ein Gebäude kaputt geht. Interessant. Eigentlich ein schöner Soundtrack. Ja, schon fertig. Dann macht ihr mal zu Ende. Und erfolgreich abgeschlossen. Achso, wenn man die besiegt, habe ich auch gewonnen? Ah, gut gemacht. Sowohl die Orders als auch die Harkonnen. Harkonnen? Habe ich gar nicht gesehen. Handeln unseren Bemühungen zuwider. Ach so, okay. Auf diesem Planeten Fairness walten zu lassen. Ja, ist richtig. Das von dir gesammelte Gewürz wird uns bei unserem Bestreben eine große Hilfe sein. Weiter. Oh, jetzt bin ich schon Dünentrooper. Obwohl er so lange Zeit nicht dann am Ende nicht geerntet hat, hat er doch. Der hat richtig viel eingenommen an Gewürz. Aber schaut mal. Ich habe 67 Einheiten von ihm zerstört. Und 10 Gebäude. Und der hatte, okay, so gesehen 200 Gewürz weniger geerntet wie wir. Also, die KI cheatet. Beziehungsweise, vielleicht waren die Gewürzsilos auch einfach voll. Vielleicht hatte der einfach von, keine Ahnung, 3000 Credits.
So, damit sind wir vorgerückt. Ordo stellen den Harkonnen nach. Okay. Harkonnen haben ihre Grenzen erweitert. Gut, ist klar. Dann nehmen wir hier den mittleren, in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen. Der Kampf gegen die anderen Häuser hat sich verschärft. Dies zwingt uns dazu, einige gezielte Angriffsmanöver zu starten. In deinem nächsten Einsatzgebiet stellen die Harkonnen einen ernstzunehmenden Störfaktor dar. Verjage sie aus dieser Gegend. Okay, klingt easy. Machen wir dann beim nächsten Mal. Wir werden das auf jeden Fall, diese Mission beim nächsten Mal noch machen. Wahrscheinlich noch eine Mission, so ein, zwei Missionen noch. Und dann probiere ich noch mal ein, zwei andere Mods aus. Ich glaube, viele davon konzentrieren sich auf den Multiplayer, den ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig finde, aus den eben schon genannten Gründen. Also, ja, einigeln, den Blob bauen und hoffen, dass der eigene Blob größer ist wie der feindliche Blob. Zumindest hat sich das bei uns meistens so gespielt. Man sieht auch, die Karte hier ist jetzt schon viel größer. Finde ich nicht so interessant. Aber wenn man es im Multiplayer spielt, dann eher so. Weil ihr habt ja in der letzten, also in der vorletzten Folge gesehen, immer die Tasten drücken oder hier das Icon drücken und dann den Befehl klicken, das ist schon nervig. Das geht so besser. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und gewogen. Bis zum nächsten Mal.